Na Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Toxic, und heute schauen wir uns Sports Scramble an. Ja, der Titel ist schon ein paar Tage älter, kam damals mit der Quest als Launch-Titel mit raus. Ich hatte ihn mir nie gekauft, weil 29,99 war ich so ein bisschen skeptisch hier und da. Eine Demo ist ja dabei. Tennis spielen kann man da, habe ich natürlich damals reingeguckt, war auch recht cool. Nur trotzdem wollte ich die 30 Euro da noch nicht so für auf die Theke legen. Ja, netterweise habe ich jetzt einen Key bekommen vom Hersteller. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das mit den Keys, das scheint langsam auch zu laufen. Also echt danke, danke, danke. Und darum schauen wir dann heute auch direkt mal da rein. Ich mache jetzt eine First Impression. Ja? Das heißt, wir schauen uns jetzt kurz mal das Spiel an. Wie viele Sportarten gibt es? Wie ist der Umfang, die Optik? Und die einzelnen Sportarten würde ich dann noch mal einzeln in einem längeren Video präsentieren wollen. Ja? Gut, dann schauen wir jetzt in Sports Scramble. Viel Spaß! Also ich kenne auch nur das Tennis davon. Also ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich meine, Bowling wäre noch dabei. Und Baseball meine ich. Ja. Warum er wieder auf meine Daten zugreifen will, weiß ich nicht. So, ein bisschen leiser machen. Ja, ist alles gut. Auch von den Oculus Studios meine ich auch gelesen zu haben. Also das Tennis fand ich schon recht cool damals, die Demo. Ist so eine Art Wii Sports, sage ich mal. Gut, also wir fangen erstmal an in Englisch. Sports Scramble Common Setting to your long press to pause. This option can be found on the controller tab on your current settings. Hallo? Achso. Welcome to Sports Scramble. Ja. Before we get started, let's customize some of your gameplay preferences. In a game of tennis, what hand do you use to swing a racket? So, jetzt möchte er wissen, welche, ob ich Rechts- oder Linkshänder bin. Für Tennis zum Beispiel, ich bin Rechtshänder. Right-handed. Jupp. Next, in a game of baseball, what arm do you use to throw? Werfen tue ich auch mit rechts. Right-handed. Yep. In a game of baseball, what side of the plate do you stand on when batting? Auch rechts. Right-hand batter. Yep. Okay, one more. Let's set up your in-game avatar. This is how you will look to other players when facing off in online multiplayer games. You can change your appearance at any time in the options menu. Also hier stelle ich jetzt meinen Multiplayer-Charakter ein. Ja. Optik, ich kann alles gut lesen. Es ist nicht 100% scharf, aber es ist völlig okay. Nein. Nein. Tennis Pro, VR-Fan. VR-Fan ist doch cool. Das bin ich. So, Skin Color. Machen wir mal ein bisschen. Jo. Und Haare. Na, 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 na. Bin ich ein bisschen alt, ne, Leute? Wo war denn das? Nehmen wir schwarz. Schwarz ist meins. Gut, das bin ich. Festhalten. All right, that's it. So let's get started. Ja, alles in Englisch, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob man es umstellen kann. Schauen wir uns gleich an. Get ready to play. Everyone's newest, most favoritest, mixed up sporting competition. French. Wow. Das ist schon mal cool. Das sieht schon ganz gut aus. Knallige Farben. Obwohl ich finde, auf der PlayStation ist es immer irgendwie knalliger. Der Kontrast ist höher. Ist so, ja, ein bisschen blasser als wie auf der PlayStation. Aber es sieht gut aus, gar keine Frage. Ja. Jo, dann Start. Welcome to Sports Scramble. Where we take your favorite sports and mix them together. Yep. Play tennis with a golf club. Point.
bowl a strike with a basketball. Nice. Smash a home run with a hockey stick. Die Sportarten werden ein bisschen gemischt. Man kann dann Tennis mit einem Golfschläger spielen und so. Since this is your first time playing, let's take a tour of the place. This is the Scramble Complex, home to the three main sports activities in Sports Scramble. Tennis, bowling, and baseball. Each with a training, challenge, and quick play mode. You can also compete against other players in quick match or custom online multiplayer games. And don't forget to visit the Hall of Champions, where you can check out the achievements and trophies you've unlocked. Now, look around the complex and choose an activity to get started. Also, wir haben Tennis, wir haben Bowling, wir haben die Hall of Fame, Multiplayer und Baseball. Gut, ich fange mit Tennis an. Schauen wir mal in Tennis rein. Tennis, okay. Tennis. Yep. All right, you're ready to go. Ich bin. Good luck out there. Danke. Have fun and remember, keep scrambling. Machen wir. Training Quick Break Challenge. So, ist ja eine First Impression. Wir machen die Trainingsgeschichten. Dann gucken wir mal erst einmal rein. Training. So. Aha, mehrere Stages. Fangen wir mit Stage 1 an. Basic Hit. Vorhand- und Rückhand-Video gelernt. So, das ist groß. Also das sieht echt gut aus. Welcome to Sports Scramble Training. Here we'll cover some tennis basics and before you know it, you'll be playing like a pro. All right, let's get started. Wir haben gut getrackt. You've selected a swing with your right hand. Here you go. You can switch your swinging hand at any time. Sieht to switch auch hands, sehr gut aus. Grab the racket with your free hand by pressing and holding the grab button. Grab. Try it now. Ich hab den grab button. Und dann? Und jetzt? You can switch your swinging hand at any time. To switch hands, ach so. Grab the racket with your free hand by pressing and holding the grab button. Aha. Nice. You can use this method to switch hands ich at any kann time. Jederzeit wechseln. Now let's try some basic hitting. Return some balls over the net to complete this training station. Get to it. Tennis training stage 1. So, dann schauen wir mal. 10 Bälle müssen wir übers Netz kriegen. Sollte aber so zu machen sein. Jawohl, komm. Und los. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ach, der war daneben. Das war der Aufnahmepunkt, sorry. Das wäre ein Ball. So. Geschafft. Alter, auch nicht schwer. So, gibt es dafür irgendwas? Gut. Das Ganze nochmal nach zurück ins Menü. Oder halt nächste. Wir schauen noch ins zweite rein und dann nehmen wir auch schon die nächste Sportart. So, da hätten wir. Ich bin viel zu nah an der ganzen Geschichte hier dran, Leute. Kann ich zurücklaufen? Hier sieht man nichts mehr. Ball Service. Learn to surf using a simple ball technique. Okay. Ja, leider echt alles in Englisch. Wir können ja gleich nochmal gucken, ob wir irgendwo Optionen finden. Ob wir es nochmal echt in Deutsch einstellen können. This training exercise focuses on serving. Aber optisch macht man hier echt nichts verkehrt. Also ist angenehm, auch für die Augen. The first is called the T-ball serve. Let's go. To serve T-ball style, just hit the ball as it floats back and forth in front of you. Give it a try. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Was soll ich machen? Hit. Nice. Now serve T-ball style and hit the targets that appear. Aha. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die Felder hinten treffen. Mit sechs Ziele muss ich treffen. Okay. Three, two, one. Go.
So, also da müssen wir dann. Hammer. So. Nee. Geht der Ball dann auch wieder zurück von alleine? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Ach, der schwebt von alleine, seht ihr? Und dann machen wir das mit einer Rückhand. So. Und? Es geht echt gut von der Hand. Also das Gefühl ist auch gut. Gefällt mir. Komm her. Was dieses Grüne ist, weiß ich noch nicht. Das wird uns bestimmt später noch erklärt. Und zack. Nochmal das Ganze mit einer Rückhand. Hammer. Den gut, ne? Jawohl, haben wir das auch. Gut. Also gehen wir wieder ins Menü zurück. Also Tennis war schon mal echt eine schöne Sache. Da haben wir Optionen, seht ihr. Mal da. Gucken wir mal in die Option rein. Quickstart, Audio, Sport Options, Grab Button, Select. Ja, ich sehe hier leider nichts mit Sprache. Also es muss glaube wohl in Englisch bleiben. Audio oder können wir da? Voice Chat, Game. Nein, also Sprache lässt sich leider nicht ändern. Das ist schade. Das ist diese Sicherheitsbegrenzung wahrscheinlich, wie weit ich laufen kann im Spiel. Kann man an- und ausschalten. Dann haben wir noch Sportoptionen. Was kann man denn da machen? Achso, da kann ich wieder meine Hand. T-Ball, traditionell. Wahrscheinlich kann ich dann auch so hochschmeißen. Das werden wir wahrscheinlich alles noch später lernen. Tennis-Skill, Standard. Oh, das geht auch später noch in schwerer. Ja gut, aber da schauen wir dann später dann nochmal gezielt pro Sportart rein. Ja? Also das sind dann die Optionen. So, dann schauen wir mal in Bowling. Ich muss da drauf gucken, ne? Alles gut. So. Bowling. Get on your bowling shoes. We're hitting the lane. Ich muss mich auch noch umdrehen. Kann man das hier mit den Analogsticks vielleicht drehen? Ach, das ist aber ein bisschen. Dann soll ich mich jetzt umdrehen, Leute. Das ist so ein bisschen jetzt. Das muss ich nicht verstehen. Okay. Oder ich mach mal den. Aha, einmal den Oculus-Button gedrückt halten und schon stehe ich wieder mittig. Gut, auch hier machen wir das Training. Hier haben wir ganze 2, 4, 7 Sachen. Bowling habe ich immer auf Kinect gedrückt. Oh, ich habe Kinect gehabt und dann immer Bowling, fand ich echt toll. Learn the basics, jawohl. Aha. Das Ding ist hier so hinter mir. Ist auch so ein Glanz auf dem Boden hier, also auch echt sehr nice gemacht. Gut, diese Mannequins, die da rumhüpfen, sind gewöhnungsbedürftig. The goal of bowling is to roll objects down the lane in order to knock down pins. Let's set some up now, shall we? Machen wir doch. Objects that are used to bowl appear on the ball rack that surrounds. Man sieht die Pins ganz gut. Man sieht leicht verpixelt, also man sieht das Fliegengitter, ne, was so weiter weg ist, ist nicht mehr ganz so. Aber ist okay, kann man nehmen. Soll ich jetzt da drauf drücken? Ach, da ist ein Ball. Ja, diese Sicherheitsgeschichte, die muss man echt gucken, wo man gerade spielt, dass da auch wirklich alles frei ist. Dass man nicht immer vorläuft. Ich so, Grab-Taste. So, ich hab den Ball. Bowlingkugel, sorry. So, wir schauen mal. Das war natürlich nichts. That's the right idea, but let's hit some pins this time. Komm, gib mir eine neue. Grab the ball off the rack with either hand by pressing and hold. Great. Kann ich den auch tauschen? Nein, kann man auch tauschen. Give it a try. So, und der sieht doch besser aus. Nice. I think you've got it. Also vom Gefühl. Bowling in this manner okay. Is referred to as casual, as you do not have to let go of the button to release the ball. Let's finish off this training station by earning enough points by hitting pins. Ja, komm. So, wo ist die Kugel? 4000 Punkte. Machen wir doch glatt. 3,
3, 2, 1, go! Aha, jetzt kommen ganz viele Bälle. Frage ist, kann ich den loslassen? Lass mal los, ne? Aha. So, wenn ich jetzt die... Ich schmeiß jetzt mal und lasse nicht die Grifftaste los, ob die Kugel dann trotzdem rollt. Jo. An alle, ne? Ein Strike. Ja, Leute, macht das mal nach. So, jetzt mache ich mal und lasse die Grifftaste beim Schleudern los, ob da noch was passiert. Eigentlich nicht, also ist dasselbe. Talent. So, und? Ah, schade. Aber auch da wurde so ein Wirbel, ne? Wie bei dem Tennis gerade mit diesem Grün. Aber das kriegen wir alles raus, was das ist. Ja, jetzt hauen wir zwei hintereinander und jetzt mache ich gar nichts. Dann klassisch. Geht doch. Aber Bock, also macht mir schon Spaß. Hab ich. Einmal zentrieren. Komplett. Und wie beim Tennis machen wir die zweite Geschichte auch noch eben. Also es hat echt irgendwas von Wii Sports, ne? Also ist einfach so. In this station we'll learn how to bowl using the standard skill setting. Schön wären auch Untertitel, weil das alles in Englisch ist, aber gut. You rolled a ball by simply swinging your arm. Swinging in this station you'll also need to release the grab button at the same time. Ah. Jetzt muss ich grab the ball off the rack with either hand by pressing and holding the grab button. So. Great. Now swing your arm underhand while releasing the button to bowl. Also. Give it a try. Warum haut er dann immer ab? That's the right idea, but let's hit some pins this yeah, time. Yeah, yeah, yeah. Grab the ball off the rack with yeah. either hand by pressing and holding the great. So. Now swing your arm underhand while releasing the button to bowl. Give it a try. Das war nix, aber ich treffe, ne? Komm. Ach Leute, der geht dann immer links rüber, weißt du, was für ein Scheiß, ey. That's the right idea, but let's hit ja, some pins. Let's hit this time. Pins. Nerv mich grab doch nicht the ball ab, off hier. The rack with either hand by pressing and holding the grab button. Also nochmal. Now swing your arm underhand while releasing the button to bowl. Give it a try. Ach Leute. That's the ja, right idea, but let's hit some pins ja. this time. Grab the ball off the rack with either hand Was by jetzt? Pressing and holding the grab. Great. Now swing your arm underhand while releasing the button to bowl. Give it a try. So. Ja, das ist jetzt echt hier. That's the right idea, voller but let's hit some pins this time. Ja. Grab the ball off the rack with either Runde hand. Richtig. Great. Now swing your arm underhand while releasing the button to bowl. Jetzt. Right. Ja, gut. Nice. I think you've got geht it. Doch. Bowling in this ja, manner is so. Referred to as standard, as you need to let go da of the button so as das you Gefühl, swing in order to release the ball. To finish this training station, earn enough points by hitting pins. Wahrscheinlich wieder 4000, ne? 4000. Woher wusste ich das? 3, 2, 1, go. Moment. Ach Leute. Kann man noch mehrere auf einmal? Das geht auch. Oh, wieso habe ich denn immer so ein Links drei Leute? So. Also, da muss ich mich echt noch ein bisschen reinfummeln noch. Der geht wieder nach links. Ne, wetten? Immer wenn. Mann. Komm her. Aber es macht Spaß. Was war das denn?
Ach, Leute. Kann mir das mal einer erklären, warum, wenn dieses grüne irgendwas kommt, immer der Ball dann Kugel nicht mehr da ist. So. Seht ihr das? Es ist Sonny. Boah, Leute, 100 Punkte. Komm jetzt, ich bleiben die zwei Pins da nur stehen. Aber klar, kann dauern. Sollte eigentlich ein kürzeres Video heute werden. Ah ja, ich habe wieder alle Pins. Und? Ja. Gut, ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, wo der Unterschied ist zwischen mit dem Festhalten und Grab wieder loslassen, wo der Unterschied sein soll, aber gut. Haben wir das auch so. Ja, jetzt spielen wir dann, wenn ich umdrehen, Baseball. Komm her. Baseball, okay. The ball game's about to start. Let's hinter mir, ne? Ja. Ich tue wieder einmal zentrieren. Zack. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier stehe, ob ich nur eine Kamera vernünftig bin, Leute. So, Training. Training. Also Baseball habe ich gar nicht auf dem Schirm bei dem Spiel. Pitching and Catching, also Baseball ist auch nicht so meins. Oh, das Spielfeld sieht auch groß aus. Here we'll cover baseball basics, starting with pitching. Also diese komischen Puppen, die nerven schon ein wenig. Also das macht das Ganze dann doch sehr. Here you go. All right, looks like you're ready. Let's get started. Oh, also hier ist mein Handschuh. The first thing we'll need is to get a ball from the catcher. To grab the incoming ball, simply move your glove to the ball's position and press the grab. Das ist ja nett. Let's try. Cool. Ich will den tauschen, Leute. Nice. You can also set your glove to auto catch by changing your catching preference in the options menu. Use the grab button on your throwing hand to grab the ball from the glove. Drücken, aber das ist ja langweilig. Good. Now release the grab button while using a natural throwing motion to fire the ball back to the catcher. Awesome. One more time. Ach, habe ich doch gut gemacht. So, dann nehme ich mir den Ball hier. Warum habe ich denn hier keine Hand? Das ist echt ein bisschen doof gemacht, ne? Okay, I think you've got it. Now let's talk about the strike zone. The strike zone is a rectangular region located above home plate. Throw the ball into this rectangle to strike out a batter. Give it a try. Ich weiß zwar nicht, was er von mir will. Habe ich gefangen. Und jetzt? Strike! Nice, aha. One more time. Okay. Also das Gefühl ist ganz cool, ne? So, wenn ich den Handschuh, wenn ich den Ball hier fange mit dem Handschuh, das ist echt cool, ne? Nur, dass hier keine Hand ist, das begreife ich nicht. Strike. Strike. All right, I think you've got it. Throw a few more strikes to finish this training stage. Aha, also drei Stück müssen wir machen. Dann haben wir dieses Tutorial auch. Fünf. Na gut. Three, two, one. So, Ball nehmen und strike. So, wir schmeißen den jetzt mal. Ich schmeiß den jetzt mal extra irgendwo anders hin, ja? Strike. Ja, der geht trotzdem da rein. Also, das scheint irgendwie leicht gescriptet zu sein. Ich schmeiß jetzt mal nach da, ne? Oh, gut, dann geht er wirklich daneben. Batteriefach geht auf. So. Strike. Also mit dem Handschuh, das gefällt mir. Strike. Ah, das Werfen, das ist mehr oder weniger. Also können wir nochmal testen. Ich schmeiß jetzt mal nach da. Strike. Seht ihr? Ich habe jetzt nach da geworfen. Nach da. Und der Ball geht automatisch dahin. Also das ist dann echt ein bisschen. Habe ich nämlich so einen Einfluss beim Werfen. Oder ist halt nur beim Tutorial so. Aber das sehen wir ja später mal. So. Dann machen wir noch mal das zweite Training.
Strike Zone Region. So, bitte so. So. Now that we've covered the basics of pitching, let's talk about strike zone regions. As previously mentioned, the strike zone is a rectangular region located above home plate. Throwing a ball anywhere in this area can strike a batter out. However, the best pitches to throw at your opponent are ones that hit the corners of the strike zone. To hit these corners, you'll need to move the catcher's mitt. Do this by using the analog stick on your glove hand controller. Try to move the catcher's mitt now. Good. Now go ahead and aim your throw to hit one of the corner targets. Here's a ball. Da kann ich jetzt. Remember, you. Jetzt kann ich das hier lenken. Nimm jetzt mal oben links und. Nice, you got it. Geht if you want to try a different pitching style, you can change your pitching preferences at any time in the options menu. Let's practice clearing some targets. Baseball training stage 2. 8 Stück kriegen wir noch hin. 3, 2, 1. Ja, jetzt lenken wir den auf oben rechts und. Mag das. Unten. Das Ganze noch viermal. Also mein Favorite bis jetzt nach den ganzen Tutorials ist ganz klar Tennis. Au! Aber wie gesagt, wir haben auch noch reingeschnuppert. Ja, da gehen wir dann auch wieder jetzt ins Menü. So. So, jetzt haben wir uns mal alle drei Sportarten kurz im Tutorial angeschaut. Also ich sag mal von der Reihenfolge, vom Spaß her bis jetzt, Tennis, Bowling, Baseball. Ja. Da haben wir noch die Hall of Fames. Wir schauen mal rein, da werde ich wahrscheinlich ja noch nicht drin stehen. Da gibt es so Trophies. Die kann ich mir nehmen. Aha. Hallo? Achso, da kommt er wieder. Kann man wegschmeißen? Da ist halt für den Tennis. Für Baseball. Hinter mir wahrscheinlich für Bowling. Genau. Habe ich die jetzt schon bekommen? War doch gerade in den Schriften. Habt ihr das gesehen? Ach, da kann ich doch. Ach, da sind meine Trophies. Die sind dann. Die Regale sind noch leer. Aha. Was ist das? Und das? Ach, die kann man da reinschmeißen. Ich schmeiß mal einen da rein. Pass mal auf. Nicht. Ja, gut. Dann machen wir Exit. Das ganze Trophy-Dingen wieder weg. Und da mal den Multiplayer, da schauen wir dann noch mal ganz gesondert rein. Gut, ja, dann haben wir soweit eigentlich alles gesehen. So, wir machen jetzt zum Abschluss mal eine Runde Quickplay noch mal Tennis. Okay, time to get ready. Dann ein Quickplay. Quickplay. So, Difficult Games to Win 1, Points 7, Scramble. So, Scramble ist, glaube ich, diese Geschichte, dass sich die Bällschlägerplatz, dass sich das wahrscheinlich, also Scramble, so, dann ändert sich gar nichts. Dann bleibt, es ist ein traditionelles Tennisspiel, also nur mit Schläger und Tennisball. Und bei Scramble können dann lustige Sachen passieren. Das lassen wir jetzt einfach mal an. Das ist wieder zurück. Und dann spielen wir einfach mal. So, das Ganze ist dann jetzt irgendwie auf dem Tennisplatz, das ist dann so ein bisschen mit der Atmosphäre und so, ne? So, first player to win one game wins the. Dann schauen wir mal. Und ab dafür. Here comes the sir. Ich fange an. Ja, alles gut. Komm her. Zack.
Was natürlich ein bisschen blöde ist, ich kann echt nur in dieser Geschichte hier rumlaufen und nicht über den ganzen Platz. So, jetzt kommt dies extra. It's a slice. Point. Service change. Your opponent is now serving. So, wenn man das Fragezeichen trifft, dann gibt es irgend so einen Bonus. And the racket change. You've got a ping pong paddle. Oh, jetzt habe ich einen Ping-Pong-Schläger. Dass das Ganze natürlich etwas schwieriger macht. So, der Ball ändert sich. Ball gives you an equipment match. Leute, oh, so close. Ja, really. Ball war so klein. And the serve. Here comes a racket change. 4 points. It's a golf club. Jetzt habe ich so einen Golfschläger. It's now your serve. Ist ja schon ein wenig abgedreht, ne? Here comes the serve. Ein kleiner Leute. It's an accelerator ball. Ey. Point man, that was fast. Here comes the serve. So. Your opponent has a foam finger. So. So, wieder irgendwas getroffen. Your opponent has a fish. Er hat einen Fisch. Also ihr merkt schon, man muss nicht genau treffen. Das Spiel macht schon so ein bisschen auch selber die Flugbahn der Bälle und so, also komplett den Einfluss habe ich darauf nicht. And the net has been raised. Ach, das ist nett, das war gar nicht Platz. Ja, zum Beispiel, wenn der Ball jetzt so ins Aus geht, der geht dann wirklich ins Aus, wenn ich nicht dran komme, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber nichtsdestotrotz, es macht and the Spaß. Serve. And the racket change. You've got a baseball bat. Ja, wieder, der Ball geht dann auch wieder aus. Ich dann keinen Einfluss drauf habe. Also ich kann mich wirklich nur in diesem Kreis hier auch bewegen. Here comes the serve. Wieder so ein Miniball, der soll das. Aber der Ton ist ein bisschen anders. Your opponent has a pro racket. So, wieder was getroffen. Your opponent has a cricket bat. So, einen noch und dann haben wir schon gewonnen. Also so, die Schläger sehen echt cool aus, sehen gut aus, also gefällt mir. Also die Atmosphäre ist so ein bisschen lasch. Ja. Jubeln nicht so wirklich, Leute, so leise. Und die Atmosphäre leidet so ein bisschen, sag ich mal. Gewonnen. So. Gibt's was? Eine erste Trophy oder so? Wenn ich bekomme gar nichts. Ja gut, so gehen wir wieder ins Menü. So, ja, dann möchte ich jetzt ganz kurz immer so ein First Impression Resultat ziehen. Das Ding kostet 30 Euro. Ist es 30 Euro wert? Puh, schwer zu sagen. Ich habe ja noch nicht alles gespielt. Wir haben noch den Multiplayer dabei. Wenn man dann natürlich dann auch gut Leute findet, hat man da ein bisschen mehr Spielwert, sage ich jetzt mal. Ich kann ein bisschen die Sportarten modifizieren mit diesem Scramble-Modus. Aber 30 Euro ist schon eine Nummer, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass 30 Euro zu teuer ist, aber ich finde es echt hart an der Grenze. Wir testen, wie gesagt, die anderen Sportarten alle nochmal auf Herz und Nieren durch. Dann machen wir komplett das Tutorial-Durchbruch von einer Sportart.
spielen mal 2-3 Matches und auch eine Runde im Multiplayer pro Sportart, wie gesagt. Und dann kann ich nochmal so ein endgültiges Fazit ziehen. Ja. Zurzeit würde ich vielleicht echt noch auf den Sale warten oder eben, wenn ich alles durchgespielt habe. Gut, also ich bedanke mich trotzdem an dieser Stelle nochmal dafür, dass ich den Key bekommen habe. Hat mir echt Spaß gemacht, da reinzuschauen. Und ich hoffe, am Wochenende finde ich dann die Zeit, um, sag ich mal, in Tennis reinzugucken. Wenn euch natürlich Bowling mehr interessiert oder Baseball, dass ich da zuerst reingucken soll oder den Multiplayer, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, da bin ich ganz offen, so wie ihr möchtet. Gut, dann wie immer, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da, vielleicht auch ein Abo. Und ich sage dann bis demnächst auf dem Tennisplatz oder in der Bowlingbahn oder auf dem Baseballplatz. Euer Toxic. Ciao.